Guten Morgen und herzlich willkommen bei Santiagos Adventskalender. Ich bin der David und ich habe heute ein kleines Weihnachtsgedicht vorbereitet, welches ich vorab für den Dresdner Friedrichstadtpalast schon mal eingesprochen hatte. Und was es für ein Gedicht ist und vor allem von wem es ist, das ist noch eine kleine Überraschung. Und ansonsten bedanke ich mich auch nochmal ganz, 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 ganz herzlich bei dem Santiago für die Unterstützung von Wir helfen du auch online und Radio 33 SMR und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gedicht. Wie gesagt, lasst euch überraschen, was es ist und von wem es ist und wünsche euch natürlich viel Spaß bei dem heutigen Adventstürchen. Bis dahin, der David war's. Ciao, ciao. Ja, hallo, mein Name ist David Schwefel und ich freue mich ganz, ganz, ganz herzlich, dieses kleine Weihnachtsgedicht für den Adventskalender einsprechen zu dürfen. Von Joachim Ringelnatz, Einsiedlers Heiliger Abend. Ich habe in den Weihnachtstagen, ich weiß auch warum, mir selbst einen Christbaum geschlagen, der ist ganz verkrüppelt und krumm. Ich bohrte ein Loch in die Diele und steckte ihn da hinein und stellte rings um ihn viele Flaschen Burgunderwein. Und zierte, um Baumschmuck und Lichter zu sparen, ihn abends noch spät mit Löffeln, Gabeln und Trichter und anderem blanken Gerät und kocht zur heiligen Stunde mir Erbsensuppe mit Speck und gab meinem fröhlichen Hunde Gulasch und litt seinen Dreck. Und sang aus burgunderner Kehle das Pfannenflickerlied und pries mit bewundernder Seele alles das, was sich mied. Es glimmte, Petroleum betrunken, später der Lampendocht. Ich saß in Gedanken versunken, da hat's an die Türe gepocht und pochte wieder und wieder. Es konnte das Christkind sein und klang's nicht wie Weihnachtslieder. Ich aber rief nicht herein. Ich zog mich aus und ging leise zu Bett, ohne Angst, ohne Spott, und dankte auf krumme Weise lallend den liebenden Gott.